Ja, okay, dann machen wir das so, ne? Okay, los geht's. Also warte kurz, habe ich Corona oder habe ich AIDS? Corona. Ich hab Corona. Nee, weißt du, weil das Thema ist ja gerade relativ aktiv. Und deswegen. Ja, gut, ja. Ja, okay. Also, oh, scheiße, Digga, die Aufnahme ist schon an. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar mir hat einer auf geschrieben auf Instagram, der hat einfach Corona und der stirbt halt bald und hat unbedingt mit mir spielen wollen in Fortnite, dass ich noch ihm den letzten Wunsch, den er hat, erfüllt. Ja, und dann habe ich den natürlich, weil ich bin halt so ein Ehrenmann, habe den direkt dem geedit und ja, jetzt spielen wir mal eine Runde mit dem. Hallo, bist du der von Instagram gerade? Ja, hallo Mimex, ich bin froh, dass ich jetzt bei dir rein bin. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, hallo. Du hast gesagt, du hast Corona, aber das war schon ein Witz, oder? Nee, ich hab wirklich Corona und ich habe nur noch wenige Stunden. Müsstest du dann nicht die ganze Zeit so husten, weil das ist doch so eine Krankheit, wo du husten ja, musst? Ja, ich unterdrück das gerade schon ziemlich. Alles gut? Geht's dir gut? Ja, also Der Arzt hat es diagnostiziert. Und er hat gesagt, ich habe nur noch ein paar Stunden. Dann würde ich jetzt sagen, starten wir mal eine Runde, weil wenn ja, das dein letzter Wunsch ist... ich schwör, Digga. okay, weiter. Wir müssen in die Rollen einsteigen. Ja. Mimex, ich bin übrigens Victor, ich bin einer deiner größten Fans. LOL, Digga, ich sehe den Bus nicht. Hä? Digga, der Bus hat auch Corona. Der Bus hat auch Corona. Du hast ihn angesteckt, du Bastard. Ja, also, ich komme da gerade nicht drauf klar. Hast du... Ich meine, du klingst doch noch voll jung, bei dir muss doch noch alles in Ordnung sein. Also ich hatte schon, bevor ich das bekommen habe, ein bisschen Husten. Ja, aber wie hast du das denn bekommen? Ich meine, das geht doch gar nicht. Du bist doch nur so ein richtig junger... Ich komme gerade nicht drauf klar. Der war in China und dann hat er das mir mitgebracht als Geschenk. Das ist ja richtig scheiße. Diese Gottlosen, die jetzt mich liken, unterstützen mich nicht. Ihr habt's gehört, ihn wird es richtig freuen. Oh, ich krieg ja, einen Anfall wieder. Ey, ist alles gut bei dir wieder? Ja, scheiße, Mann. Oh. Also jetzt mal Real Talk nebenbei, als ich dieses Video gesehen habe und er gesagt hat, like, dann geht es ihm besser, dachte ich mir halt auch nur so... Bah, ich kotze gleich, ohne Witz, ich fang gleich an zu kotzen. Also, ohne Spaß, das ist einfach nur eklig, dass er wirklich die sechsjährigen Fans von sich so verarscht und ihnen sagt, dass er sich dadurch besser fühlen wird und wissen wird, dass Leute hinter ihm stehen. Also, boah, das tat schon echt stark weh, als ich das gesehen habe. Ey, ich schwöre, ich hoffe so, Gott wird dir dabei helfen. Ja, jemand, der Erfinder von der Krankheit ist voll gottlos. Ja, ist richtig so. Und Leute, jetzt auf jeden Fall noch nebenbei. Ihr habt es gerade gehört. Es würde ihn sehr unterstützen, wenn ihr dem Video ein Like da gibt und meinen Kanal abonniert. Bei 100.000 Likes stirbt er nicht. Ja, das würde mir das Leben ist retten. Richtig wichtig auf jeden Fall. Und ich habe gehört, Mimex hat es mir gesagt. Jeder, der nicht liked, ist voll gottlos. Ja, richtig, das stimmt, Leute. Also, ich schwöre, wie man so gottlos sein kann und nicht liken. Das wäre richtig asozial. Also, wie alt bist du denn eigentlich, Bruder? Ja, also, ich bin 9 und ich hatte schon... Ja, dann hast du ja wahrscheinlich schon richtig viel von deinem Leben gelebt. Und kannst jetzt eigentlich auch sterben. Es ist ja auch wichtig im Leben, dass man dem Leben nicht mehr Jahre schenkt, sondern den Jahren mehr Leben schenkt. Das ist voll... Bruder, ist alles gut bei dir, oder? Ich will aber nicht deine Videos verpassen, wenn ich dann tot bin. Ja, Leute, ihr könnt einfach, wenn ihr
mich unterstützen wollt und auch den Bruder hier. Ihr könnt hier für mich die Videos anschauen. Ja, guckt, macht euch einfach noch 5 weitere Accounts und guckt dann auf jedem Account die Videos immer. Und immer liken, abonnieren, Kommentare schreiben. Guck mal, das ist vielleicht meine letzte XP-Münze. Also ich schwöre wirklich, bei dem Ding da mussten wir so uns unterdrücken, dass wir nicht lachen, weil es halt einfach so eine Scheiße war, was wir da geredet haben. Es war halt zu dem Moment einfach so lustig, das zu machen. Ja, das wäre richtig scheiße. Also Leute, wenn ihr wollt, dass er noch eine XP-Münze kriegt, dann müsst ihr auf jeden Fall das Video liken, dass wir den richtig unterstützen. Die Max. Ja, was ist, ich werde Bruder? Von 200 Metern von Corona getroffen. Ja, Corona, lass ihn in Ruhe! Ey, ich schwöre, Leute, Corona ist so ein Hurensohn. Und dann, Freunde, ist es passiert. Er hat mich komplett enttäuscht. Aber was? Warum bist du denn jetzt eigentlich nicht in ein Krankenhaus oder so? Weil ich dich geprankt habe, Mimex. Was? Ich hab dich geprankt. Was hast du gemacht? Geprankt habe ich dich. Ich wollte nur mit dir spielen, weil du cool bist. Ey, Bruder, ist das jetzt gerade dein Ernst? Ja. Ey, du weißt, man macht... Ich kann gar nicht an Corona sterben. Man macht gar keine Witze darüber. Doch, all diese Leute sind gottlos und Loser, die das haben. Wer sollte das haben? All die Leute, die gottlos sind, haben das. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, weil Gott ist unser Herrscher. Richtig. 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 Aber ich hab das jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, ich Bruder. Ja, okay, ist eigentlich okay. Aber Bruder, packst trotzdem in den Titel. Ich gönn dir die Klicks, Baller. Ja, natürlich mache ich in den Titel. Das bringt mehr Klicks und so. Klar. Ja, was sollen wir jetzt noch machen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er denn noch gemacht hat. Ich hab das Video weiter nicht geguckt. Oh mein Gott! Was Gegner das? Ich hab das Video geguckt bis zu diesem Moment, wo der gesagt hat. Das also genau eine Sekunde. Mimex, wenn wir einen Win holen, wäre das wirklich Ehre. Das wäre dann mein letzter Win. Und wenn wir dann sterben, dann sage ich, ey, du Gottloser. Okay. Hasse dich. Und was, wenn wir einen Win holen? Dann sage ich ja, liked und subscribed und alles. Keine Ahnung. Ist auf dem 200. Gottlos, Digga! Hallo. Hey. Ey, bist du's? Scheiße, Mann, wir haben uns doppelt. Okay, warte. Patrick? Ja, ich wollte dir was sagen. Du hast AIDS. Okay, jetzt komm. So, jetzt muss ich werden. Mimex, ich bin übrigens Victor, ich bin einer deiner größten Fans. Ja, ich feier jeden. Verpiss dich, du scheiß Fan, Junge. Es juckt mich nicht, was meine Fans wollen. Ey. Doch eigentlich der beste Spieler. Ja, also schade, dass ich jetzt gestorben bin. Okay, warte, wir müssen jetzt weitermachen mit der Storyline. Ja, dann hast du ja wahrscheinlich schon richtig viel von deinem Leben gelebt und kannst jetzt ja eigentlich auch sterben. Aber... Weil es... Damn it. Oh! Oh, Digga, verpiss dich doch, du Hurensohn! Hey! Bruder, das war nicht ernst gemeint. Ich mach das einfach nicht ins Video und dann passt das, okay? Das ist nur Unterhaltung, gell? Ja, ist nur Unterhaltung, Leute. Gott schenke dir einen langen Schwanz. Was ist das? Ich bin 9. Ach so. No, Kido.